Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mahlzeit. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Kulinarisch sind wir in dieser Woche in Niederösterreich unterwegs und da kocht für Sie eine wunderbare Köchin aus dem Mostviertel. Ihr gehört die sogenannte Wirtshauskuchel in Weistrach und heute hat sie folgende Gerichte für uns vorbereitet. Es gibt für Sie gefüllte Zucchini und als süße Nachspeise machen wir Topfen, Dirndl, Tascherl. Und jetzt freue ich mich riesig, eine unserer absoluten Publikumslieblinge begrüßen zu dürfen, Lydia Madatana. Christi Lütschi. Hallo Silvia, grüß dich. Servus. Hey, wir starten einfach in die Woche, oder? Ganz einfach, ein bisschen fleischlos. Ja. Wenn man will, kann man ein bisschen Fleisch reingeben, das ist das Schöne. Mai ist auch so eine Zeit, wo es wieder Richtung Grillen geht. Also als Grillbeilage kann man die gefüllten Zucchini auch super gerne da machen. Und diese Topfentascherl sind ein Rezept von der Uroma eigentlich noch. Okay. Und sind eigentlich schnell zum Machen. Okay, ich bin sehr gespannt. Deine Rezepte sind immer besonders beliebt bei uns. Und sehr. Du teilst mir ein, soll ich da dir mal halbieren? Sagen, und wir fangen mal mit den Zwiebeln an. Also einer reicht sicher völlig. Ja. Bei dem großen reicht auch der halbe. Und ich würfel's da gleich, ja? Einfach würfeln und in Olivenöl anschwitzen. Gut. Ich mache dazwischen schon den Topfentag, weil der muss ein bisschen überkühlen. Die Butter habe ich eingekühlt. So. Die raspelt ich jetzt einfach ins Mehl. Und schneide es nicht würfelig. Ja. Das hat oft ein bisschen den Vorteil, dass der Teig halt dann kühler ist. Sie das Mehl gleich mit dem Butter verbindet. Magst du wirklich nur die halbe Zwiebel oder brauchst du mehr? Ja, bei zwei Zucchini mir dann das andere Gemüse dann auch noch rein. Also dann schneide ich da das restliche Gemüse einfach klein. Das können wir mal anschwitzen, dass der Zwiebel auch Farbe nimmt. Ja, gut, passt. Kriegst. Pfanne ist in Ordnung. Genau. Ich schwitze das an in ein bisschen Butter, passt das für dich? Ja, genau. Okay. Dass einfach der Zwiebel mal ein bisschen Farbe nimmt. Ja. So, ich habe das jetzt so. Die Butter im Mehl ein bisschen zerteilt. Dazu geben wir ein Ei. Die Urgroßmutter, die gibt es aber nicht mehr, oder? Nein, nein. Aber es gibt noch das Kochbuch von ihr. Eigentlich hat sie so eins. Das ist so ein blaues Kochbuch, wo man wirklich eigentlich nicht mehr viel lesen kann. Ja, ist noch schon ein bisschen vergilbt. Ja. Und halt die alten Schriften noch in der. Stehen. Genau. Also aber das wird liebevoll gepflegt wahrscheinlich bei euch daheim, oder? Das steht noch auf demselben Platz wie alle anderen Kochbücher auch. So, jetzt werde ich das da ein bisschen anschwitzen. Genau. Gib gleich Gas. Gib gleich Gas, ja. Okay. So. Ich glaube, die Schrift von der Oma ist Korinth gewesen, oder? Kann das sein? Ja, richtig Korinth. Ich glaube, das könnte ich gar nicht mehr lesen. Ja. Es ist einfach so eine schöne, geschwungene Schrift, genau. Die man heutzutage wirklich eigentlich nicht mehr findet. Ja. So, ich schneide dir das Gemüse einfach einmal klar. Genau. Okay. Sagst du, der Teig, ein bisschen klebt er jetzt. Alles, was da ist, aufschneiden oder so ein bisschen von jedem? Ich würde mal sagen, die vier Champignons reichen sicher, weil die gehen dann noch zusammen. Ja, wir können einmal den Kaffeeol, den großen Brokkoli. Es ist halt auch so, was man im Kühlschrank gar oft hat. Wenn man Karotten hat, kann man Karotten nehmen. Du, wie geht's denn da jetzt aus Kuchel? Passt alles? Du, wir haben genug zum Tun. Ist viel los, gell? Ja, Gott sei Dank hast du dann Zeit genommen für uns in der Woche. Ja, gerne, immer. Das ist total lieb. Immer. Dass da. Also ich überkühle den jetzt kurz. Schauen wir mal in den Kühlschrank. So. Du, wie lange muss der Teig jetzt rasten? Im Prinzip, dass er kühl ist. Also das reicht. Wenn der 20 Minuten rastet, dann sind wir da schon weit. Ich halbiere mal die Zucchini. Du, die Zucchini haben wir übrigens von einem regionalen Produzenten bekommen.
Du kennst die ganz gut, das ist der Biohof Eichinger. Am Südrand des Dunkelsteiner Waldes sind die zu Hause. Da bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für die Zucchini von heute. Den Kohlrabi schneidet er auf, ja? Ja, relativ klein, weil der Kohlrabi ist ein bisschen fester. Also das ist bei den Gemüse, die ein bisschen weicher sind, die können ein bisschen gröber bleiben. Und so wie der Kohlrabi und auch der Kaffeeol, wenn man es nicht vorblanchiert, dann ist es immer besser, wenn sie ein bisschen kleiner sind. Dann wird das auch miteinander durch. Natürlich, wenn einmal ein gekochtes Gemüse überbleibt von irgendeinem Gericht vom Vortag, dann eignet sich das auch hervorragend zum Füllen. Also man braucht da jetzt nicht extra einen Einkauf starten und schauen, was passt in meine gefüllten Zucchini. Sondern man nimmt einfach dort das, was ein bisschen im Kühlschrank ist, wenn ein verschiertes über ist. Man kann irrsinnig gut, wenn man einen Aufschnitt zu Hause hat oder so, einfach klein schneiden und das dann genauso untermischen unter die Zucchini. Schau her. Fangst du mit den Champignons an, ja? Ja, weil die lassen meistens Wasser und die brauchen auch ein bisschen mehr, sage ich jetzt einmal, das Fett zum Anbraten. Gut. Während bei dem anderen Gemüse macht es das im Rohr. Und bei den Champignons, die brauchen schon ein bisschen die Farbrundung. Ich habe dann da noch ein bisschen Tomatenmark nachher, was wir reingeben werden. Ein paar Sonnenblumenkerne, weil Sonnenblumenkerne doch auch was Heimisches ist. Und im Verhältnis zu den Pinienkerne, sage ich jetzt, einmal eine super Alternative ist. Gibt noch ein Stückchen Butter dazu. So ist schon die Kohlrabi ins Rennen werfen, oder noch nicht? Ja, also wenn die Champignons wirklich auch ein bisschen Farbrundung haben, dann könnte man das andere gleich dazu schmeißen. Die Tomaten haben ganz am Schluss? Entschuldige. Die gehen wir ganz am Schluss dazu. Die teilen wir vielleicht nur mal, weil wenn sie zu groß sind, dann legen sie sich nicht so gut in die Zucchini. Gerne, das heißt, ich viertel's die Sherry-Tomaten. Ja, genau, vierteln in kleine Stücke. Du hast da, sehe ich schon, Salzkartoffel aufgestellt. Ja, genau, dazu, als Beilage dazu. Das mal ein bisschen zum Anrichten, dass das nicht ausschaut. Und ich habe auch da einen Joghurt-Tipp. Also einfach Joghurt mit frischen Kräutern und Salz, das reicht völlig. Wenn wer sagt, er hat nur einen Sauerrahm daheim, dann kann ich einen Sauerrahm auch nehmen für so einen Tipp. Das schmeckt immer mit den ersten Kräutern, die um die Jahreszeit dann schon wachsen, super gut. Das ist gut. Freust du dich schon auf den Sommer? Ja, ja, voll. Also Mai ist eh schon die Zeit, wo wir dann schon ein bisschen hin auf Juli und so, also auch mit den Kindern. Bist du eine, die dann wegfährt oder eher? Wir fahren meistens 2 Wochen komplett weg, weil wir einfach dann diesen inneren Raum in der Familie voll genießen, damit das man wirklich mal abschalten kann und weg ist. Schön. Ich gebe jetzt die Tomaten dazu. Na, dann vorher tun wir vielleicht noch das Tomatenmark ein bisschen, dass es ein bisschen cremig wird. Da kann man natürlich mehr reingeben. Ein paar Sonnenblumenkerne. Dann Salz haben wir noch nicht reingeben, auch falls wer zu Hause Kräutersalz hat. Das ist der richtige Zeitpunkt, Kräutersalz reinzugeben. Das lässt sich auch super trocknen. Das ist Esssalz, oder? Das ist Salz, ja. Na gut. Riecht jetzt schon gut. Und ja, Tomaten reichen ganz zum Schluss. So, sag mal kulinarisch, worauf dürfen wir uns freuen diese Woche? Was hast du alles mitgebracht? Ich habe noch herrliche Schweinsbrust mit. Okay. Eine Schweinsbrust zum Füllen habe ich noch mit. Und Rindfleisch habe ich noch. Und was Süßes gibt es? Einen Kernölkugelhopf. Wir haben schon noch was vor. Süßspeisen von der Lydia. Das ist ein großer Geheimtipp. Aber da müssen wir ja die Topfen da schon lange machen. Das reicht. Gut wäre es eventuell, wenn man das jetzt ein bisschen überkühlen könnte, damit das der Käse nicht komplett sozusagen gleich weg ist. Du, das schaut schon ganz gut aus, oder? Ja, jetzt schmeißen wir Käse mal den Hälfte dazu. Ja. Mal einen ganz schönen Berg voll. Nicht sparen, gell? Ein Berg voll Bergkäse. Wart. Und. Entschuldige. Kein Problem. Das rühren wir mal schön um. Was ist das, ein Sauerrahm, oder?
Doppelter, mit ein bisschen mehr Gehalt, sage ich jetzt. Okay. Und dann kannst du das schon aufteilen, bitte. Jawohl, Chefin. So. Ich habe den Teig einstweilen da schon. So, den überknete ich einfach noch mal kurz. Jetzt sagst du, der ist richtig schön weich geworden. Das ist ja ein Teig, der selbst gemacht ist und relativ schnell geht, ohne dass man immer wieder überschlagen muss und rosten lassen muss. Das zieht jetzt schon, der Käse zieht so schöne Fäden. Das wird heute was richtig Gutes. Und wie gesagt, wer ein bisschen Fleisch reingeben möchte, der ersetzt einfach die Hälfte vom Gemüse mit einem Verschierten. Oder ein Speckmesser eigentlich. Okay. Ja. Wie fallen da uns eh immer was? Sehr schön. Na, der lässt sich aber gut bearbeiten. Jupp. Das ist wunderbar. Den schneide ich dann ein bisschen zurecht, dass wir die Ecken ein bisschen wegkommen. Schau her, liebe Lüde, ist das so, wie du das gern hättest? Ja, genau. Jetzt haben wir noch ein bisschen was haben übrig. Was über, wenn Zucchini noch. Ist klar. Aber was, das kommt dann nachher weg. Soll ich es aufs Blech setzen, oder? Ja, auf ein Blech rauf und dann noch mit Käse bestreuen. Gibst du da noch irgendwas drauf, ein Öl oder so? Im Prinzip nicht, weil wir haben eigentlich die Butter im Gemüse und wenn man es in den Griller jetzt setzen würde, dann hat man eigentlich auch kein Fett mehr dann dabei. So, der will da nicht stehen bleiben. So, gibt es da einen Trick, dass wir da uns helfen? Dass der aneinander kuscheln. Ah, sollen wir es aneinander kuscheln? Aneinander kuscheln. Dann kuscheln wir es aneinander. Und dann ordentlich Käse drauf, hast du gesagt. Ja, je nach Geschmack. Viel Käse, oder? So. Bei wie viel Grad darf ich dir das jetzt ins Rohr geben? Also, ich würde sagen, für so eine halbe Stunde bei 160 Grad. Okay. Ja. Nehmen wir das Rohr, passt das für dich? Das passt voll. Ja. Geh da ein bisschen runter. So, 160 so, Grad, halbe Stunde. Da schon so Dreiecke. Ich mache ihnen da eine freie Sicht, dass sie gut sehen können, was die Lydia macht. Da räume ich da ein bisschen weg. Genau. Und da kommt man schon wieder Backblech mit neuem Backpapier richten. Das mache ich da alles, das bereite ich da vor. Bitte. Ich habe da einen ausgekühlten Pudding. Dann eine Dirndl-Marmelade habe ich mitgenommen aus dem Mostviertel. Darf ich die kosten? Kosten. Weil da weiß ich, die hast du also es hat so was Süß-Säuerliches. Das finde ich wirklich ist. Das ist. Herrlich. Dirndl-Marmelade haben wir übrigens vom Biohof Losbach. Das ist ein ganz alter Hof. Sind zu Hause in Kirchberg an der Pilach. Und wir sagen ganz, ganz lieb Dankeschön für die Dirndl-Marmelade vom Biohof Losbach. Zu Hause, wenn man vielleicht um die Jahreszeit jetzt nicht sowas zu wie Marillen oder Pfirsich hat. Also ich habe sowas ja immer eingekühlt, weil meine Schwägerin ist ja aus der Wachau. Aha, das ist und die versorgen wir immer mit Marillen und da haben wir immer ein ganzes Lager voll Marillen. Ja. Kann man tiefgekühlte Früchte natürlich nehmen. Pfirsich passen ganz gut rein oder Zwetschgen, wenn man hat. Dass man ein bisschen was Fruchtiges in die Kipferl hat. Ein bisschen am Pudding. Das ist ein Vanillepudding. Vanillepudding. Das schaut ja schon mal gut aus. Und da tropfen wir dann auch. Ja, da kommt das dann. Ein bisschen Dirndl-Marmeladen dazu. Gut, dann machen wir da so eine Arbeitsaufteilung, die Kette. Und am Schluss. Und die Pfirsich kommen dann da direkt noch rein? Die tue ich noch rein, genau. Okay. Man kann das auch sehr gut mit einem Blätterteig eben machen. Das ist halt sicher die schnellste Form von Teig, die selber gemacht ist. Okay. Wir hören auf dich, weil wir wissen, dass du für eine sensationelle Köchin bist. Ja, mit Leidenschaft halt.
ja, energiegeladen und lustig. Aber das sind zum Glück sehr viele Küche. So, jetzt wird es ernst, gell? Jetzt räumen wir das zusammen. Genau. Fangen wir von unten an, vom Breiteren, ja? Vom Breiteren, genau. Worauf muss ich achten? Dass die Marmelade nicht zu viel ausrennt, aber wir haben es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Haben wir es übertrieben? Aber. Voll übertrieben haben wir es. Muss ich wurscht. Schön locker holen. Da ist es halt auch immer gut, dass der Pudding wirklich ausgekühlt ist und nicht der auch noch warm ist. Mhm. Weil sonst fängt der Teig auch an ins Rennen. Gell? Aber das ist bei allen Teigen so. Ich drücke zumindest die Enden ein bisschen zusammen. Genau. Ist das gut so? Ja. Wir haben es definitiv übertrieben, aber wir wollten das so, oder? Ja. Man könnte eine Taschall machen. Vielleicht bleibt es dann drin. Aber ich finde die Gipfel so schön. Schaut super aus. Wie groß gängen die noch auf? Die werden nicht recht viel größer. Mhm. Also das ist eben bei dem selbstgemachten Teig. Brauchst du irgendein Hilfsmittel, das du dir rübersetzt? Ich nehme es gern mit die Hände. Ja. Aus dem Grund, falls ein Kipferl nicht ganz so schön wird, dann kann man es nachher noch ein bisschen zurechtformen. Okay. So. Das gilt für alle Kipferl, die von mir sind. Die sind nicht so schön geworden, es tut mir leid. Aber man kann wirklich, auch wenn es momentan nicht ganz so kipferlhaft ausschaut, nachher noch mal super zurechtformen. Schön, wir es ins Rohr geben. So, so. Ich hätte den noch gemacht. Ja. Da kannst du mir ein Ei noch. Also sehr gerne. Schnappen wir nochmal das. Und nochmal das. Schon Ei verquirlt. Da schneide ich dann noch so ein bisschen die Pfirsich auf, oder? Also ich würde ruhig so ein bisschen angrößern. Also ich mag das, wenn das einfach auch so ein saftiges Stück an Frucht noch drinnen ist. Sieht das aus, wie viel haben wir? Ja. Drei. Drei, na bitte, schau her, da ist das. Dann fange ich schon an, die zu bestreichen. Ja, genau. Mhm. So, das ist jetzt quasi für die Farbe, oder? Ja, ein bisschen für die Farbe. Wie lang sind die dann im Rohr? So 35 Minuten brauchen wir schon. Gut, das würde ich jetzt ins andere Backrohr geben, damit sie da die Gerüche nicht überlappen. Wie viel Grad? Mach mal. 160 Grad. 160 Grad. Ja. Umluft, das kann man Umluft machen. 60 Grad, Umluft. Und du sagst 30 Minuten. Ja, genau. Perfekt. Ja. Im Fernsehen vergeht die Zeit immer viel schneller als im wahren Leben. Also unsere Taschal sind im Rohr, den Zucchini geht schon richtig gut, deswegen da machen wir uns langsam ans Verkosten, oder? Ja. Du hast da Kartoffel aufgestellt. Ja, Papa, Kartoffel, also Salzkartoffel, ganz normal gekocht, mit ein bisschen Butter, ein bisschen Petersilie. Da. Du hast da nur dazu die Petersilie? Ja. Sie lassen mir nachher halt natürlich ein bisschen Farbe. Da haben wir immer nur kurzfristig dazu gegeben. So? Ja. Fein. Und es geht nichts um ehrliche Kartoffeln. Das spricht man aus, dass manchmal sind am Abend sogar nur Kartoffeln mit Butter und einer Sauermilch recht, oder? Genau. Und das ist auch oft das Schwierige bei uns im Wirtshaus, dass man die ganzen Kartoffeln für so viel Leute immer geschält hat. Magst du den Teller? Oder magst du den Weißen? Nehmen wir den Weißen. Ja. Ich habe da die Dippschüssel auch schon. Okay. Da können wir den Kräutertipp einfüllen. Das mache ich, das kann ich gut. Und du Kräutertipp hast du gesagt, Joghurt, Sauerrahm, Schnittlauch. Ja, genau. Salz, also auch, was man einfach auch was da ist. Im Kühlschrank kann ich sagen, Joghurt ist super. Das riecht gut. Super. So, jetzt schauen wir mal, ob ich schnappen kann. Schaut gut aus. Jetzt stellen wir den Dip vielleicht noch da drauf. Alle. Perfekt. Mal da noch. Wow. Und schau, ein bisschen Liebe habe ich mitgenommen. Das sind Kresseblumen, gell? Genau, Kapuzinerkresse. Das sind aber schön. Sind die aus dem Garten bei euch? Die habe ich von unseren Nachbarn. Aus das Zapzerab? Der hat ein bisschen mehr Hingabe und Zeit nebenbei, seinen Garten zu betreuen, als wie ich. Wie heißt der denn? Sagen wir Hallo zu ihm. Das ist der Benji.
Servus Benji, du. Ich hoffe, du lässt da in Zukunft die Lydia ab und zu deine Blumen abzwicken. Magst du nur mal sagen, was du für uns zaubert hast? Also, wir haben eine vegetarisch gefüllte Zucchini mit dem Gemüse, was der Kühlschrank gerade hergibt. Haben da ein paar Sonnenblumenkerne reingegeben, ein bisschen tomatisiert, Tomatenmark rein und Salzkartoffel und ein Kräutertipp. Und alle Rezepte von der Lydia finden Sie die ganze Woche auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/silviakocht. In der Nachlese sind immer alle Rezepte vom gesamten Monat zusammengefasst und im Teletext auf der Seite 356. Mahlzeit. Mahlzeit. Du leg los, ich schau ganz kurz, wie es geht. Genau, gell? Schau mal rein. Aufmachen tue ich aber nichts, ne? Wir brauchen noch ein bisschen. Und dann haben wir da einmal vorsichtig, Achtung, heiß, oder? Ja. Käse ist immer was lang braucht zum Auskühlen. Ich hole mir das. Und am besten auch ganz viel Dip drauf geben, dann wird das schneller kühl, oder? Ja. Gut. Weißt du was? Das ist das, wo ich mich immer besonders am Sommer freue. Frische Zucchini, frische Tomaten, frisches Gemüse. Ich muss da jetzt das Gemüse direkt an mir so mehr nehmen. Weil du sagst, man soll ja das verarbeiten, was gerade da ist. Ja. Also im Prinzip, wenn man das jetzt zum Beispiel in eine Palatschinken einfüllen darf, schmeckt das auch voll gut. Es ist auch, wenn man es kalt zur Jausen nochmal essen würde mit einem Brot, ist das auch was, weil es ähnlich wie ein Aufstrich ja dann auch wieder ist. Ne? Also ist ein bisschen multifunktionell einsetzbar, die Fülle. Ich finde es halt besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ein Kohlrabi dabei ist, weil Kohlrabi, das hat immer so noch ein bisschen einen Biss im Vergleich zu den anderen Sachen und gibt so einen guten Eigengeschmack dazu. Und jetzt lassen wir sie ganz kurz mit den Bildern von der gefüllten Zucchini noch alleine. Dann schauen wir zu unserem Kipferl und dann geht es gleich ans Verkosten. So, die Zucchini waren schon mal ein großer Erfolg. Jetzt schauen wir, wie es den Topfendirndl-Dascherl geht, oder? Genau. Du, ich fang's einmal raus. Fang's raus. Das Gemeine ist, ja, riechen tut es in der ganzen Küche schon so gut. Extrem gut. Aber bis dass man es kosten darf oder kann, dürfen tut man schon früher, muss man ein bisschen warten, hey, weil der Pudding einfach so heiß ist. Gefährlich, Achtung. Richtig. Oder ein großes Messer. Wow. Und jetzt, im besten Fall kommt jetzt nur ein Staubzucker drauf, oder? Ja, genau. Also wir haben da Vanillepudding drinnen, wir haben Dirndl-Marmelade drinnen, es ist ein ganz ein kleines Speigerl von einem Pfirsich drinnen. Aber die Lydia hat schon gesagt, da kann man variieren, was halt da ist, welche Marmelade gerade im Kühlschrank ist oder welches Obst. Genau. Und jetzt? Das ist halt auch das Tolle, man hat meistens, also ein Mehl, ein Butter ist immer daheim, ja. Topfen und dann hat man schnell was zusammengetragen. Und wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Kulinarisch sind wir ja diese Woche in Niederösterreich für Sie. Wir haben die ganze Woche unsere bezaubernde Lydia Madertaner bei uns, jeden Tag mit zwei neuen Rezepten. Und jetzt pusten, gell? Ganz viel. Ganz viel. Es ist dampfend, dampfend, dampfend. Ja. Jetzt müssen wir ein Glas Milch holen, damit wir uns im Notfall, im Notfall ein Glas Milch zum Feuer löschen passieren kann. Ich bin schon gespannt. Kernölkugelhopf hast die Wochen auch noch, gell? Und? Sachte, sachte. Langsam, langsam mit Theresa. Also ich freue mich besonders aufs Rindfleisch. Mit Sämigkeim, was wir machen werden. Das ist gut. Und ja, voll fein. Das ist super. Und schmeckt wunderbar und saftig, genauso wie es sein soll. Vielen Dank, liebe Lydia. Gerne. Ihnen zu Hause viel Vergnügen beim Nachkochen. Lassen Sie es sich schmecken, machen Sie sich eine schöne Zeit. Und morgen sehen wir uns wieder um 14 Uhr auf ORF2. Und das letzte Wort hat die Lydia Madertaner. Ich sage danke fürs Zuschauen und schön, dass ich da sein darf. Es ist das beste Leben.